Ja, Magie, Poesie und atemberaubende Akrobatik. Sie können sich wahrscheinlich schon denken, wir sind hier vor dem Rathausplatz und der Zirkus Roncalli ist nach vierjähriger Zirkuspause endlich wieder in der Stadt. Die Freude ist groß, der Zirkus ist wieder hier und am Mittwoch, da gab es auch eine glänzende Premiere. Mit dabei prominente Gäste wie Baulöwe Richard Lugner oder auch Verleger Christian Mucha und auch Designerin Lena Hoschek, um nur einige der prominenten Gäste aufzuzählen, die hier vor Ort waren. Allerdings, einige negative Aspekte gibt es auch. So hat der Direktor des Roncallis, Bernhard Baul, erzählt, dass es im Moment etwas chaotisch sei, da die verschiedenen internationalen Artists Visum brauchen würden. Aus China, aus der Ukraine und auch aus Russland sind die Artisten hier. Das Visum für alle, das ist aber ein bisschen eine schwierige Aufgabe. Zusätzlich auch für Kopfzerbrechen hat der Tod der Queen gesorgt, denn eigentlich war im Programm vorgesehen, dass die Königin in die Manege mit ihrem Hofstaat einmarschiert. Das musste nun etwas abgeändert werden. Das große Highlight, das ist eine Extranummer, die Bauls Tochter präsentieren wird. Lili Baul Roncalli wird hier mit ihrem Programm verzaubern. Die Freude ist groß und die Vorstellungen, die täglich stattfinden, die werden sicher bald ausverkauft sein.